Du kennst die drei Unterschiede zwischen einem Tachi und einem Katana nicht? Lass mich sie dir erklären. Das Katana und das Tachi haben auffallende Ähnlichkeiten. Vor allem eine einzige scharfe Seite mit einer gebogenen Klinge und einer Tsuba. Warum denken viele Menschen, dass die beiden Schwerter identisch sind? In Wirklichkeit hat jedes Schwert seine eigenen Merkmale, von denen einige hier erörtert werden sollen. Erstens, das Tachi war zuerst da. Das Tachi wurde vor dem Katana während der Koto-Periode zwischen 900 und 1596 erfunden. Zweitens hatte das Katana eine kürzere Klinge als das Tachi. Das traditionelle japanische Tachi hatte im Allgemeinen eine Klingenlänge von 27 bis 31 Zoll, verglichen mit 23 Zoll für das Katana, was es zu einer vielseitigeren Klinge machte. Drittens hatte das Tachi eine ausgeprägtere Krümmung. Sowohl das Katana als auch das Tachi hatten eine gekrümmte Klinge, aber die Krümmung des Tachi war ausgeprägter als die des Katana. Und schließlich wird das Tachi mit einer scharfen Seite nach unten getragen, während das Katana mit einer scharfen Seite nach oben getragen wird, um die Ziehbewegung natürlicher zu gestalten.